Hi fellows and followers, with this video I provide you the informations about where the hidden weapons are located and the hidden money bags. Regarding the hidden weapons, there are already a lot of, informations in the internet and also videos. So here I will only give you the maps with the specific location of the weapons and also give you the information when then you can get the weapon. Then, unlike its predecessor in The Godfather 2, you cannot get the weapon from the beginning. Yes, it's possible in Godfather 2 you have to earn money and then you can buy the weapons. This in this game it's not possible. And the hidden money bags I give you not only on a map the specific location, but I also give you in-game I show you exactly where you can collect the money bags and the weapons there. There are also weapon stacks beside the money bags. Okay, this video is B-language, or how you say it on English. And now I will tell the things I just told you in English, on German, in short. Ja, eben, es geht hier eigentlich, wo die versteckten Waffen sind und die versteckten Geldsäcke, und was die Waffen anbelangt, werde ich einfach nur kurz Informationen geben und bei den versteckten Geldsäcken dann noch detailliert. Yeah, I made 4 categories in 4 colors, early available, medium game, later part of the game and almost at the end of the game. All level 1 weapons and the shotgun level 2 are early available in the game. The shotgun you find at the Corleone compound, but you need an arsonist. Then medium game are available the pistol level 2, magnum level 2 and sniper level 2. For the pistol level 2, the silencer, you have to do the first rough mission in Florida. And also if you can get take over shops in Miami, then you can get the sniper, but you need an engineer. And after you take over all Carmine Rosato shops, you can get the Magnum level 2 at the Rosato compound. Later part of the game you can get the level 2 machine gun in the Granados compound after you unlocked this compound, which means you have to take over all Granados shops. Then level 3 weapons you can get later part of the game. You can get the Magnum, the machine gun and the shotgun, all after you after the Castro assassination attempt. Then you can get the shops from the Almeidas, and there you find the Magnum and the machine gun. And the level 3 shotgun is almost maybe the first level 3 weapon you get. You can get it when you take over the Mangano warehouse, which is in the mission against the Manganos. And then last but not least, the pistol level 3 and the sniper level 3 you can get at the Mangano and at the Almeida compound if they are unlocked. Now I will give you the specific location of the weapons on the maps. Here we see Miami, northeast, machine gun level 2, then silenced pistol level 2, then shotgun level 3, sniper level 2 and silenced pistol level 3. In Havana you get the machine gun level 3 in the shop of the Almeidas in the northwest, close to the airport. And on the very west of the map you can get the Magnum level 3 and the sniper level 3 you get in the Almeida compound in the southwest. Here you see where you get the level 2 Magnum in the Carmine Rosato compound in New York. And finally the shotgun level 2 in New York. Now we are going to look for to collect the hidden money bags. Jetzt sammeln wir die versteckten Päckchen. We start with the first one.
die nicht Los mehr mit dir. kaufen, Mann. Hat dir ein Mädel den Schwanz verknotet? Ja, schon gut. Kann man das ja sich nicht mehr kaufen, da muss man es finden. Und das ist von Art gut, weil wir haben keine versteckten Päckchen mehr. Was wir aber haben, sind hier so versteckte Geldsäcke. Und zwar haben wir schon mal Schrotflintenmunition, Mann. Warte! Und einen Das war gerade Golfschläger. eben so eine richtige Scheiße, Dominik. Da können wir Golf spielen. Entschuldigung. Eigentlich hier doch, oder? Ah, hier, Idiot. Hier hat's was. Molotow. Also es wäre bereits schon Nummer 2. Bisschen vorsichtig fahren. Ja, da hinten war es, genau. Sorry, jetzt bin ich wieder dabei. Ja, mal, dass wir ein bisschen Waffen auch haben, oder? Jetzt haben wir nämlich schon Präzisionsgewehr, Pistole, Tommygun, Magnum, abgesägte Schrotflinte, haben wir sogar schon das Upgrade. Aber das ist natürlich noch nicht alles. Wir machen natürlich noch weiter. Wir haben jetzt erst drei der versteckten quasi. Zum Beispiel, pass auf den Lack auf! Hier kann man zum Beispiel, der Lack ist sowieso schon ab, also von daher. Hier kann man nämlich raufklettern, genau. Ja, mit E. Mit E. Ich bin so unfähig. So. Ja, genau, eben. Es ist so, eigentlich spielt das ja 1959, aber es ist bereits schon wie so 60er, 70er Jahre irgendwie, habe ich das Gefühl, so vom. Dort hinten ist der Geld-Ding. Einfach Geld und Gewehrmunition, also Präzisionsgewehr natürlich. Kann man sich ja jetzt wohl vorstellen. Kann man ein bisschen das Zielen üben, wenn wir schon dabei sind. Wie kann ich zielen? Ach so. Kann ich da auch wie bei. Ah nein. Nehmen wir mal da einen ins Visier. So. Ja, natürlich. Bleibt mein Blick wieder mal Wo dort fahren wir hängen. jetzt hin? Was ist das? Okay. Nämlich hier. So. Ich weiß gar nicht, wie das ist. Also das Geld kann ich mir vorstellen, kann man wahrscheinlich nur einmal holen. Aber die Waffen, das würde mich noch interessieren, ob man die immer wiederholen kann oder. Naja, egal. Irgendwo. Nö. Hä, das war doch hier, oder? Ah, vielleicht hier hinten. Ja, genau. Hier hinten, genau. Pistole bereits schon voll, wunderbar. Ah ja, und ich kann mich an der Anzeige. Also das haben wir haben jetzt bereits schon 5, weil wir haben ja mit. Das Päckchen, da gibt es einen komplizierten und einen einfachen Weg. Und der komplizierte. Und der komplizierte Weg wäre. Ja, der komplizierte Weg wäre irgendwie beim Friedhof hinten durch und der einfache Weg ist einfach hier lang. So. Da oben ist nämlich ein Friedhof und hier hinten gibt es auch wieder schön Geld. Ich glaube, Waffen haben wir mittlerweile fast alle, also geht es jetzt eigentlich nur noch um das Geld. Hä? Okay, von wo sind wir jetzt gekommen? Von hier, hä? Ah. Das Spiel ist manipuliert. Nein, hier. Ja, genau. Okay.
So. 8000 genau, dann fehlen uns also noch zwei. Ich nehme jetzt aber mal ein anderes Auto. Ich nehme mir mal. Jetzt stehen da zwei Gangster. Wer packt seine Gegner und ihn? Dort hinten sieht man es. Einen versteckten Geldbeutel. Und auch wieder Waffen. Aber ich glaube, wir haben eh schon alle, oder? Ja, also Waffen haben wir definitiv schon alle. Neue Schuhe. Genau, und jetzt, wo war das Zeug schon wieder? Hier. Ah, wir haben Automatik voll, wir hatten da noch was. Also Schrotflinte, Magnum, Tommygun, Pistole. Ja, ja, jetzt haben wir ja was. Also jetzt können wir uns definitiv nicht beklagen. Jetzt haben wir so ziemlich alles. Florida, wo sich die ganzen New Yorker Arschlöcher zur Ruhe setzen. Bringen wir es hinter uns, Dominik. Aus dem Weg! Wärst du wie befohlen zu meinem Schneider gegangen, würdest du jetzt auch so gut aussehen. Von deiner Fresse mal abgesehen. Diesen King.
Ich könnte dir den Rock hochheben, ohne meine Hände zu benutzen. Wie er sich einen Farbfernseher leisten kann. Okay, es könnte natürlich auch nur sein, dass der Rot. Ah, hier war Geld. Ah, hier ist ein verstecktes Gelddepot. Ah, cool. Es könnte natürlich auch sein, dass der Rot uns nur umbringen wollte, quasi damit wir in diese Situation geraten, weil er will, dass wir diesen Castro töten. Dann wäre er ja eigentlich nicht komplett ein Verräter, sondern er wollte uns eigentlich mehr. Ich hatte in der Gegend mal eine Freundin. Benutzen. Okay, egal. Komm. Was beschäftigt dich, Baby? Bringen wir es hinter uns, Dominik. Der Kalte Krieg wird langsam heiß. Langsam, Boss. Das würde ich sicher billiger. Das ist mein Glückstag. Thank you.
bringen wir es hinter uns, Dominic. Oh, und hier gibt's verstecktes Geld. Mach diesen Bastard fertig. Ja, wir kommen hier wirklich nirgends rein. Shit, aber ich habe noch ein bisschen Geld gefunden. Ich überlege, ob ich mit dem Joggen anfangen soll. Ach so. Ja, das sieht schon sehr, sehr verdächtig nach Geldbeutel aus. Jo, und da ist er ja. Ein bisschen Waffen, genau. Doch, gemäß meinen Recherchen müsste das der sein. Ah ja, hier, schau mal! Ich bin getroffen! Ah, ich seh's schon. Ich seh's schon. Bringen wir es hinter uns, Dominic. So. Irgendjemand hier wird bezahlt. Aber ich bin's nicht. Hier kannst du ein bisschen Geld nehmen davon. Oder doch, hier? Ah ja. Eben beim Truck. Ah, hier ist der Truck. Und hier hinten, ich sehe es schon, wunderbar. Aber da waren wir 100 pro noch nicht. Ja. Das letzte versteckte Päckchen eingesammelt. So. Hey, warte! Das heißt, jetzt können wir uns noch auf die restlichen Aufgaben konzentrieren. Okay, I hope you enjoyed this video and it helped you finding weapons or money bags. I would appreciate if you just keep watching my channel and thanks. See you. Ja, ich hoffe, dir hat diese letzte Folge von Let's Play The Part, diese Bonus-Folge auch zugesagt und du, ja, es hat dir geholfen beim Finden von Päckchen, respektive Geldsäcke oder Waffen. Und ja, würde mich freuen, wenn du auch bei künftigen Folgen wieder dabei bist. Bis bald und tschüss.